natürlich in erster Linie enttäuscht. Wir haben uns natürlich hier was ganz anderes vorgenommen als das. Ergebnis erstmal widerspiegelt, aber ganz ehrlich, wenn man da sieht, wie wir aufgetreten sind, dann muss man schon sagen, dass man diesen letzten Kick, diesen letzten unbedingten Willen, das Ding zu erzwingen. Egal wie es läuft, scheißegal, ob man auf Filmplätzen spielt, ob man was misslingt, das ist egal, aber es gibt Spiele, da muss man das Ding einfach erzwingen. Auch wenn das nicht ganz so läuft, wie man sich das vorstellt. Das ist uns heute nicht gelungen. Ja, wie gesagt, der letzte Kick hat gefehlt, zu wenig Torschancen ausgeführt, um zu sagen, dass man Spieler, die für sich entscheiden können. Und wir haben uns in allen Belangen einfach schwer getan, haben nicht unser Spiel gefunden, unser Spiel, unser Stempel dem Spiel nicht aufdrücken können, so wie wir es eigentlich tun über die Außen, viele Chancen, Torchancen zu kreieren, den Gegner schiebt man an die Wand zu spielen. Der Gegner hat uns auch in der ersten Halbzeit eigentlich den Raum gelassen, hat uns nicht wie erwartet zugestellt, versucht Pressing zu spielen, was uns eigentlich entgegenkommt. Und wir in der letzten Saison immer wieder Lösungen gefunden haben gegen so eine massive Kette, aber das ist uns heute überhaupt nicht gelungen. Als ich den Verein nicht gesehen habe, jetzt auch im Spiel selber nicht gesehen, wo der Spieler, ich weiß nicht mehr welcher Spieler es war, aber wo der Ball dagegen gekriegt hat. Bernd, alles in allem ist es klar unglücklich, aber da kommt natürlich das Pech noch dazu in so einem Spiel, wo du selber einfach nicht selbst die Quäntchen sozusagen, diese verdammte Geilheit, dieses absolute Kick, zu sagen, ich erzwinge dieses Ding, das ist uns hätte ich gelungen, dann kommt natürlich auch sowas hinzu. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir einfach unser Spiel nicht schon durchbringen können. Unser Spiel zeichnet eigentlich aus, dass wir viel über die Außen kommen, viele Torchancen kriegen, wir haben uns immer wieder rausspielen, Lösungen finden, wie so eine dicht gestaffelte Abwehr. Das ist unser Spiel eigentlich. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet, wo wir eigentlich Woche für Woche so eine massive Kette gegen uns hatten. Das ist uns gelungen, aber heute ist einfach unser Spiel nicht durchgekommen. Wir haben uns einfach tierisch schwer getan, den Ball in den eigenen Reihen zu haben, tierisch schwer getan, Torchancen, neue Situationen zu kreieren. Und da hat uns einfach ein Stück Fantasie gefehlt, die Bälle Kampfpost werden zurück, waren teilweise dummlos und du kannst natürlich auf jeden Fall schwer dann Tore schießen. Das Ergebnis heute sollte vielleicht auch jeden anderen oder jeden Menschen hier wachrütteln, der mit führt oder Umgebung was zu tun hat, der gedacht hat, das wird wieder ein Selbstgänger wie letztes Jahr. Das mag vielleicht so ein Hallo-Wach-Effekt sein, wie vielleicht auch letztes Jahr das Frankfurt-Spiel oder dann das Dresden-Spiel zur Winterpause, aber wir hätten gerne darauf verzichtet. Aber jetzt sind wir natürlich umso mehr gefragt, keine Frage. Ja, mir tut ganz ehrlich jeder beteiligte Leid, der sich viel vorgenommen hat, der vielleicht alles versucht hat, das umzusetzen, was unser Trainer auf den Weg gegeben hat, diese Vorgaben, die wir selber auch an uns hatten, dass wir das nicht verinnerlichen konnten, dass Baba natürlich die rote Karte kriegt, auch Eddie, das ist alles natürlich Einzelschicksale, die natürlich bitter sind, aber letztendlich hat der Verein verloren, wir haben verloren und da ist es zwar traurig, aber es fällt nicht so sehr ins Gewicht. Nein, das ist wenig zu durch. Da muss sich jeder selber an die eigene Nase packen und sich hinterfragen, ob man wirklich alles getan hat. Vielleicht war das Bemühen da, aber das letzte Quäntchen, um das Ding zu erzwingen, jetzt eigentlich das Ausschlaggebende, was uns Woche für Woche auszeichnet, wird jedes Tor mit 110% versuchen zu verteidigen. Und dann reicht manchmal auch 99% nicht, sondern musst du vielleicht über diesen Schweinepunkt rübergehen, um das Ding zu erreichen, was wir uns Woche für Woche vornehmen.